Hallo. Termine kann ich mir auf der rechten Seite im Kalender anzeigen lassen. Mit den Pfeilen wechsle ich zwischen den Monaten. Ich kann auch direkt zu Monaten springen. Unterhalb des Minikalenders werden mir die Termine für diesen Monat angezeigt. Im Minikalender markiert einen Punkt, ein Tag, an dem ein Termin stattfindet. Klicke ich auf den Termin, so erfahre ich die Details, Uhrzeiten, wer teilnimmt, worum es geht. Einen neuen Termin kann ich über das Plus-Symbol anlegen. Ich vergebe einen Titel und ich kann auswählen, wer teilnehmen soll. Neben Nutzern können auch Ressourcen ausgewählt werden. Brauche ich zum Beispiel einen Besprechungsraum, kann ich ihn auf diese Art und Weise buchen. Wenn ich Anfangs- und Endzeit ausgewählt habe, kann ich dann noch den Text des Termins eingeben. Über das i auf der rechten Seite kann ich Verweise, das heißt zum Beispiel Dateien oder Protokolle, die für diesen Termin wichtig sind, auswählen. In der fortgeschrittenen Nutzung kann ich auch wiederholende Termine anlegen. Speichere ich diesen Termin, ist er angelegt und er taucht dann in dem jeweiligen Monat auf. Eine Anmerkung noch zu den Ressourcen. Gehe ich auf eine Ressource, wie zum Beispiel hier den Besprechungsraum, so wird mir der Belegungsplan dieser Ressource auf der rechten Seite angezeigt. Nichts anderes als die Termine, die diese Ressource hinzugebucht haben. Vielen Dank.